Hallo und herzlich willkommen hier zu den Real Farmern. Heute mit dem Bayern-Chaos mit kräftiger Unterstützung von den Herrschaften John Doe, Obelix, Krautphonix und meinem Bruder, den Egon, der ist endlich da. Hallo. Hallo. Ich fahre erstmal weg, Krautphonix und John Doe. Du hast eine Rentner vergessen. Der Rentner Hanni. Ja. Hab ich gerade nicht gesehen. Es tut mir leid. Ich hab mal vergessen. Stimmt, die Jugend von heute. Wie muss ich sagen? Oh, hallo. Hallo. Ja, ich fahr mal zum Viehhändler. Ja, mach das. Ihr könnt euch ja in der Zeit auf den Hof verbinden. Ich hab ja hier noch Ballen. Was? Ja. Aber der Herr Du wollte ja auch noch was. Ja, so ein bisschen Heu, ne? Ja, die haben wir ja auch schön da. Genau. Aber das machen wir gleich. Erstmal das Gras hier weg. Bevor es noch mehr schneit. Bevor es nass wird. Ich bin schon auf dem stürzten Weg. Denn hier drüben liegt ja auch noch eine Menge. Okay. Ja. Müssen ja beim Winter kommen. Ich habe auch eine ganz, ganz lange Strecke hier, ne? Deswegen sind auf dem Highway. Ja klar, auf dem Highway ist immer die Hürde los. Hat man erst. Ja, Highway ist hier los, der Rentner Hanni kommt. Ja, was wollte ich gerade sagen? Heinrich? Ja. Ja, Hanni holt den Dings ab, ne? Den Düngerstreuer. Jo, weiß ich Bescheid. Hast du ihn schön leer gemacht? Ja. Hat er drauf geachtet diesmal. Wo steht dann? Der steht in der Halle. Juhu. Ja, wohin gehört? Hallo. Hallo. Hab schon gefunden. Jo, dann nimmst du ihn und dann viel Spaß. Bringst ihn irgendwann wieder. Jo. Jo, wir wissen ja, wo er wohnt. Ja, bei den Schweinen. Bei Roulade und Stütze. Roulade und Stütze. Ja, vielleicht kommt bald eine Bulette dazu. Ah, sehr schön. Dafür bin ich auch zu haben. Den müssen wir sehen. Machen wir schön ein gehacktes Frühstück. Schön mit Zwiebeln. Ach, ja, schon wieder geht's zum Essen. Oh, Olli? Ja. Bei Hamburger bin ich dabei. Das kriegen wir hin. Also Grillparty. Ich wollte gerade sagen, ich hau jetzt mal raus, eine Grillparty bei einem Rentner machen. Ja, warum? Ja, ne? Cool. Aber später. Ja. Ja, wir haben ja auch noch zu tun hier. Die müssen wir erstmal reifen, die Jungs und Mädels. Ich hab's gestern schon lernen können. Und hat geschmeckt? Ja, noch ein bisschen zu jung. Naja. Ganz gut. Ich glaube, der hat schon viele Ballen hier. Ja. Ja, die erste Fuge ist ja schon weggefahren. Genau, Rentner, habe ich schon weggefahren. Oh. Das ist schwer. Rentner, frag nicht, wer auf die doofe Idee kam. Wer kam auf die doofe Idee? Der gerade beim Ruf der Stapeln übernommen hat. Der Stapeln übernommen hat der Herr Heinrich? Mhm. Ui, 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 ui. Ich wurde beauftragt. Ich hätte gewusst, mit was für eine Presse kommst, ne? Ja, die hatten nicht anders unten beim Händler. Dann hätte ich sie ja zurückgebracht. Aber ich muss sagen, die so alles als einzeln, ne? Ja, gut, das stimmt. Ja. Wie ist also mit Schlauer? Ich schau mal wieder ab. Sag mal, zum Füttern sind die doch gut. Ja, gute Fahrt. Zum Füttern? Zum Füttern? Okay. Ökologisch wird spannend. Ich sehe bloß, wie die Beine angeflogen kommen. Im Schatten. Was machen die damit hier? Oh, dasselbe wie du sonst. Wenn ich sie von hinten vom Feld so ein bisschen hier werfen könnte, wäre es okay. Bin wir da. Mal kurz gucken, warum hier.
Oh, da ist doch schon fast alle weg. Ich schau mal hier runter. Da vorne liegen noch ein paar. Ja, aber so viele sind es auch nicht mehr, ne? Ja, da vorne liegen noch drei Haufen. Auf dem Feld. Ja, auf ich hab da schon geparkt. Guck mal hier. Oh, hey, du bist auch schon wieder beim Aufladen. Sehe ich was? Ja. Jojo. Das muss ja, ne? Wird dann bald dunkel. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum der Rentner jetzt in der Uhrzeit noch dunkel. Der sieht auch eh nichts mehr mit seinen Augen. Ja, das Pferd hat ja auch keinen Scheinwerfer, ne? Weiß ich nicht. Boah, da krieg ich eine Nachtsichtbrille auf. Kopflampe. Nachtsichtbrille ist aber auch schick. In grün. Hier waren alle, ja, ne? Ja, an der Seite sind noch zwei Häufchen. Jetzt hier sind noch zwei Haufen. Achso, ist das Geld überfahren oder wie war das? Ja. Schön aufpassen. Schweinebaum, achso. Super, jetzt fällt er runter. Ja, bleib, was ist doch. Ich mach ihn mal Licht an, ne? Das ist aber nett. Ja, manchmal haben die so ein bisschen Eigendynamik. Ich mal bedanken könnt ihr euch bei meinem Bruder, ne? Ach komm, ihr wüsstet sonst nicht, was er jetzt zu tun hat. Ich hätte jetzt so schön Tee trinken können. Ja, siehst du? Ja. Ich hätte einen Kräuter trinken können. Heute ist natürlich noch besser, ne? Oh, bin ich hinterher? Ja. Ja, Kräuter ist natürlich noch was Schickeres, ne? Ja, schön selbst aufgesetzt. Ich meinte jetzt aber Kräutertee. Ja, wohl hatte das auch gerade so einen Gedanken gehabt. Schön Kräutertee, ja. Ja. Wäre schon mal feines. Ja, bei der Witterung auf jeden Fall. Könnt ihr auch Glühwein machen. Ah, Heinrich, du kannst ja mal einen Tee aufsetzen, ne? Ja, geh ich gleich mal rein. Ja. Guck mal, was für unsere Gäste. Die sind bestimmt schon durchgefroren bei dem Wetter jetzt. Aber so frisch wird's langsam. Ja, wenn ich den hier in Kraut von nichts hier so sehe, ne? Der mit seinen Kurzarmen hier. Mach zu, bevor es fällt. Hab ich. So, klopft das mal alles jetzt hier. Nee, einer liegt daneben. Ich bedanke mich schon mal, ne? Ich fahr mal wieder. Liegt da schon einer daneben? Ja. Hä? Hey, wo? Jetzt. Gibt doch keine. Doch, wieder unten. Alles gut. Ja gut, ich bin dann gleich wieder da. Ich bin nur. Da liegt immer noch. Ja, das ist war da über die Spanngürtel. Was machen Sie, Herr Du? Ich wollte sagen, ich bringe eben ein Pferdchen zurück und dann komme ich mir mein Heu abholen. Ja, ist okay. Kriegen wir hin. Juhu. Du könntest dich ja bei Heinrich melden. Das mache ich. Ich weiß von der. Och, Heinrich. Ja, alles gut. Stell dich doch mal nicht so an. Ding. Ja, aber der Chef muss ja zu Ende sein. Ja. Chef ist nicht da. Bitte. Nee, der schreibt. Also nehmen wir jetzt noch weiter auf. Das ist doch schön. Natürlich. Umso mehr schaffen wir. Ich bin mal gespannt, was jetzt rauskommt. Muss ich mal so sagen, ne? Was machen wir denn jetzt nächstes, Heinrich? Ja, wir müssen ja noch unser Feld bestellen.
Echo, ja. Haben wir sieben Stimmen? Ich habe keine Ahnung, was du uns vorher gekauft hast. Haben wir nicht. Wow. Aha. Aber ich glaube, wir können auch bald Schnee schieben. Könnt ihr jetzt sagen, wo eine Seemaschine steht? Ich kenne viele Seemaschinen. Ja. Wo waren das jetzt alle Ballen? Ich glaube schon. Gott sei Dank. Dann glauben oder? Da müssen Sie mal Heinrich fragen. Wenn du bei Mehl mit Mehl weg drüber fährst, findest du. Aber ich merke gerade auch, wir glauben hier tatsächlich bei dem größten Schneefall noch einen Kurzraum, ne? Habt noch Bein gefunden? Ja, schmeiß in der Halle. Ist ja auch noch nicht kalt. Nein. Hallo, ich bewege mich. Ich meine, ich hab eine Heizung, ne? Du bist nicht. Hier liegen noch mehr. Ja. Hi. Doch noch eine Fuhre. Drei einzelne. Nein. Einmal mit Profis arbeiten. Verkehr hier. Zack, geht's los. Aber hier bei mir ist ja auch nichts los, ne? Alles dunkel hier. Ist ja bei uns. Ja, aber der hat auch Kollegen, oder nicht? Ich hatte noch hier so einen anderen da, oder nicht? Ja. Aber weißt du, was? Ja, das möchte ich auch gerne wissen. Nicht anwesend. Vermutlich noch bei anderen arbeiten. Ach so. Oder Spätschicht. Auch nicht schlecht. Aber... Heinrich, mir fällt gerade ein, ne? Wir haben das komische Huhn, aber er nicht. Das ist bei den anderen Hühnern drin. Ja, kannst du das nicht schon mal zubereiten? Bevor er auf die Idee kommt, weil das soll doch irgendwie markiert sein. Hühnersuppe wäre auch eine Idee, ne? Das kannst du doch mal fix zubereiten. Ja, das können wir damit. Weil dann ist es gleich um die Ecke. So, und das war's schon wieder für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, ein Abo dalassen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und fleißig kommentieren. Und guckt auch auf dem Hauptkanal nach. Da kommt die andere Sicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, ciao. Tschüss. Ciao.